Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Wir sind immer noch in der versteckten Arkane, also in der Quest versteckte Arkane und immer noch am Bücher lesen. Wir haben ja noch ganz viele Bücher vor uns. Dies erzählt die uralten Legenden der Char über Askalon. Es war ein Mythologiebuch, das von Xetia Bellherz zusammengestellt wurde. Ich verschiebe mal ganz kurz eben mein Mikrofon. So, ich habe das nämlich gerade auch versehen verschoben. Einst sind schreckliche Kreaturen über das Land gewandert. Diese Riesen haben die kleineren Tiere mit ihren scharfen Zähnen auseinandergerissen und Felsen kilometerweit getreten. Die Kreaturen hatten Klauen, die länger als ein Char-Arm waren, mit denen sie ihre Beute aufgespießt und gekocht haben. Diese Kreaturen sind gestorben, weil sie nicht in Truppen organisiert haben. Als die Drachen angriffen, kämpften und starben sie alle. Die Char haben Askalon auf eine andere Art beherrscht. Wir haben Truppen und Legionen aufgestellt, ganze Armeen. Dann kamen die Menschen und haben uns von unserem Land vertrieben. Wir haben zurückgeschlagen und es uns zurückgeholt. Okay, ich will hier rüberhüpfen. Ein kleines Skip. Und noch ein kleines Skip. Okay. Die sechs Götter Gott sein oder Gott spielen. Mein Gott. Was habe ich da gerade gelesen? Leck mein Arsch. Dieses Buch von Xack, herausgegeben im Jahre 1326 nach Exodus, ist mehr ein Kommentar als eine geschichtliche Abhandlung und beschreibt das Wesen der Götter, die von den Menschen verehrt werden und in seiner Bestandteil. Ist es Zufall, dass sie verschwanden, als sich der erste Drache erhob? Das bezweifle ich. Sie sind wohl keine Götter, aber dumm sind sie auch nicht. Ihre Magie wurde bei Drachenbegehrlichkeiten erwecken. Diese Wesen sind wohltätiger, oft zurückhaltend, manchmal fehlgeleitet und mitunter nachtragend. Zu behaupten, dass sie unsere Welt erschaffen hätten, ist lächerlich. Brachten sie die Menschen nach Tyria? Das kann ich nicht widerlegen. Es ist ein uralter Glaube, für den man weder Beweise noch Gegenbeweise hat. Vielleicht sind Menschen konstruktiv aus Ton und Knochen. Vielleicht wurden sie aus dem Nebel oder aus einem anderen Reich innerhalb der ewigen Alchemie hergebracht. Im Anbetracht der Macht dieser Welt halte ich beides für glaubwürdig. Aber sind sie Götter? Ich sage nein. Sie sind Wesen, zu denen wir auch werden könnten. Stünde uns nur die entsprechende Menge magischer Energie und Lebenszeit zur Verfügung, die sie offensichtlich hatten. Ja, das stimmt ja sogar, wenn man Guild Wars 1 anguckt. Da wurde ja Korm ja auch zur Göttin und sie war ja vorher ein Mensch. So. Ein Asura namens Xack postuliert in dieser modernen Abhandlung, dass zum Zeitpunkt des Todes eines Altdrachen seine Magie wieder an Tyria zurückfließt. Er vermutet jedoch, dass darüber hinaus, dass die verbleibenden Drachen dadurch noch stärker werden würden, da auch sie beginnen würden, die entfesselte Magie zu konsumieren. Diese Sammlung von Tipps und Tricks soll dem Leser helfen, die richtige Crew auszuwählen und verfasst von Florgi. Nicht alle Aufgaben könnten durch Crewmitglieder wahrgenommen werden. Manchmal braucht man auch ganz besondere Freiwillige, um seine Forschungen voranzutreiben. Freiwillige in Anführungszeichen. Wenn zum Beispiel die Crew einen Prototypen entwickelt hat, der es Asura erlaubt, mit der Geschwindigkeit von kantanischen Feuerwerkskörpern zu fliegen, wie soll man diesen am besten testen? Offensichtlich kann man ihn ja nicht selbst testen. Man selbst ist einfach viel zu wertvoll und Crewmitglieder können kostspielig zu ersetzen sein. Also braucht man einen Boka. Der durchschnittliche Boka, in Klammern Mensch, lässt sich durch Schmeicheleien leicht manipulieren und erfreut sich an Abenteuern.
Das ist belastend. Das ist sehr belastend. Die Vorbeute des Albtraums. Der Vorbote des Albtraums. Diskurse mit Amaranda der Einsamen resultierten in der Sammlung von Gedanken und Theorien über Millikay, einem Silvari, der abseits des blassen Baums erwachte. Wie ihr wollt. Wohl wisst, stammen alle Silvari vom blassen Baum ab, egal ob sie für Ventaris Philosophie folgen oder dem Wirren des Albtraums. Jemand zu kennen, der uns so ähnelt und doch von ganz woanders kommt, lehrt Demut und ist verwirrend. Wir wissen, wer wir sind, dank Ronens und Ventaris Fürsorge. Woher kommt Malik also? Ich habe so viele Fragen dazu. Falls er von einem anderen Baum abstammt, woher hat er dann sein Wissen von der Welt? Gibt es da draußen irgendwo einen anderen Traum? Warum ähnelt er den Menschen, so wie wir eine Abbild von Runen sind? Warum kennt er seine eigene Mutter nicht? Wenn es einen anderen Baum gäbe, der ihn gebären könnte, so müsste er sich doch daran erinnern. Und warum bezeichnet ihn der Albdormov als seinen Vorboten? Ein Vorbote ist ein Omen, doch ist dieser Omen gut oder schlecht? Malik ist niemand. Er kommt von nirgendwoher. Einerseits habe ich Mitleid mit ihm. Er hat keine Wurzeln. Andererseits beneide ich ihn. Er wird zu dem, was er sich wünscht. Ich hoffe, er wählt seine Wünsche mit Bedacht. Das von Evolve verfasste Werk ist eine Physiologie und historische Betrachtung des Albtraumhofs. Es bietet verschiedene solide Theorien als Antwort auf die Frage, warum der Albtraumhof so willkürlich foltert und tötet. Zweitgeborene Kaderin ist der Grund des Albtraums und schart Silvari um sich, deren Herzen finster und deren Gedanken grausam waren. Die erstgeborene Faulein gehört zu den früheren Konvertierten. Die Albtraumhöflinge glauben, dass es für das Erlangen einer größeren Balance notwendig ist, auch die Finsternis ins Herz zu lassen. Ihr Ziel ist es, durch das Foltern anderer Silvari den Albtraum zu einem Teil des Traums werden zu lassen. Sie besitzen keinerlei Empathie für andere Kreaturen und zögern nicht, ein ganzes Dorf abzuschlachten, wenn deren Bewohner ihnen im Wege stehen. Die Tiefen ihrer Verdorbenheit wurden nie voll ausgelotet. Die erstgeborene Faulein selbst übernahm die Rolle der Großherzogin des Albtraumhofs. Besessen von Caith hat sie schon oft versucht, Caith für den Albtraumhof zu gewinnen und sie zum Albtraum zu bekehren. Caith widerstand bislang, doch Faulein schreckt nicht vor drastischen Maßnahmen zurück. So vergiftete sie beispielsweise Caith mit dem Albtraum und zwang sie so, an gewissen Aktivitäten des Albtraums teilzunehmen. Der Albtraumhof weist die Lehren von Ventaris Tafel zurück. Je mehr Zeit vergeht, umso gefährlicher und unberechenbarer wird der Albtraumhof. Eine erste Edition gesammelter Zitate von Ventari, den Zentauren von vielen Silvari geliebt wird. Vor langer Zeit lebten Menschen und Zentauren in Frieden, aber das ist lange her, sehr lange. Ich fürchte, ich werde nicht lange genug leben, um eine Wiederkehr dieser Zeit in Tyria zu erleben. Die Außenwelt ist ein brutaler Ort, an dem die Saaten des Chaos mit den Tränen Unschuldiger gegossen werden. Die Zentauren sind eine stolze Rasse voller Leidenschaft. Sie wollten Menschen nicht als gleichberechtigt ansehen, trotz ihrer Unterlegenheit kämpften sie. Die Menschen erhoben sich, um sie zu vernichten. Der Krieg verschlang dieses Land und mit ihm auch mein Zuhause. Den Pfad der Klarheit, den Geist zum Herzen zu ebnen, ist schwieriger als jeder Kampf mit Waffen. Der einzige Frieden kann nur im eigenen Inneren gefunden werden. Dieser Ort ist unser Zuhause. Wenn sich Blutvergießen abzeichnet, suchen wir an diesem Ort das Trostesunterschlupf. Wir leben ein Leben, wie es sein sollte, in Harmonie und Einigkeit, unabhängig von Rasse oder Kaste. Jeder ist willkommen. Das alles hier
aus einer Saat entsprang, die Ronan mir gab. Er ist ein alter Bekannter, einer der Soldaten, der gegen den weißen Mantel kämpfte, welcher mein Volk abschlachtete. Diese Kämpfe haben ihn sein Weib und seine Tochter gekostet. In seiner Trauer legte er die Waffe nieder. Vielleicht suchte er nach einem Zufluchtsort oder nach einem Ort zum Sterben, um sein Leiden zu beenden. Dort lag er als gebrochener Mann und in diesem Augenblick fand er die Saat, die all das hier werden sollte. Lebt gut, in vollen Zügen und vergeudet nichts. Keine Angst vor Schwierigkeiten. Harter Boden stärkt die Wurzeln. Der einzige dauerhafte Frieden ist der Frieden in eurer Seele. Alles hat ein Recht zu wachsen. Die Blume ist die Schwester des Unkrauts. Lasst ein Unrecht nie zu Bösen reifen oder Leid. Handelt weise, doch handelt. Vom kleinsten Grashalm bis zum höchsten Berg geht, wohin das Leben geht. Ergehet, wohin das Leben geht. Lehren Ventaris. Hier haben wir schon gelesen gehabt. Oho, okay. Teil 1 eines dreiteiligen Foliantes von Area Wissensjäger über die Geschichte der Hauptstadt Ascalon. Rin ist die Partnerstadt von Draskir. Draskir war Regierungssitz und Handelszentrum, während Rin die Stadt der Kunst, der Magie und des Wissens war. König Doric gründete die Stadt für das Studium der Arkanenkünste, um dann aus mächtigen Zauberern gewaltige Verteidigungskräfte zu formen. Draskir wurde in den Gildenkriegen geschwächt und fiel letztendlich bei einem Angriff der Char. Der entsetzte König verlagerte seinen Amtssitz in das noch stabilere Rinn. Teil 2 eines dreiteiligen Folianten. Während des großen Feuers und des Angriffs der Flammenschamanen verloren die Menschen das meiste, was Rinn so besonders machte. König Adelbernd verließ Rinn, behielt es jedoch den Rest seines Lebens als Hauptstadt. Der Hexerkönig war verliebt in Rin. Adelberns Sohn nutzte Sturmrufe dazu, den Char schwer zuzusetzen. Doch letztendlich gelang es, Bonfatz, Brandpelz und seinen Trupp die Stadt Rin zu überrennen. Teil 3. Die Bauherren der Char errichteten auf den Ruinen der Hauptstadt der Menschen eine neue Feste aus Eisen und nannten sie die Schwarze Zitadelle. Das, was wir heute kennen. Einige Überreste der bemitleidenswerten Steinarchitektur können noch immer südlich des Flusses in der Schwarzen Zitadelle gefunden werden. Der Imperator hat die Ruinen dort als Mahnmal für die Nachwelt belassen. Das Volk der Char erblühte und ließ sich in den Ländern nieder, die einst Ascalon genannt wurden. Wir sind in unsere Heimat zurückgekehrt. Da haben sie sich wieder zurückgeholt, ne? Betrachtung über Opferbereitschaft von Evina von den glänzenden Klingen. Ein Mensch lag auf dem Opferaltar. Die Feuerschale des weißen Mantels warf ein dämonisches Licht. Mossad, sie berührten nicht den Boden, sondern schwebten über ihn, als seien sie zu gut für unser Land. Nichts weiter als Rekruten waren meine Begleiter und ich in die Tiefen des Maguma-Dschungels gestürmt, um den Unterschied zu machen. Ich beobachtete, wie die Mossad zum verängstigten Gefangenen schwebten. Wir hatten Befehle zu warten. Sie umkreisten ihr Opfer und seine angsterfüllten Schreie hallten durch den Dschungel. Dann sah ich es, das Zepter von Ohr, hoch erhoben und im Mondschein glänzend. Wir müssen jetzt zuschlagen. Ich blickte zu meinen Leutnant. Worauf warten wir noch? Unser Leutnant warf uns einen warnenden Blick zu. Sie waren drauf und dran, den Gefangenen zu ermorden, und wir warteten. Das konnte ich nicht verstehen. Der Mann schrie voller Schmerzen. Ich dachte, sie würden ihm seine Seele entreißen. Ich griff nach meiner Waffe, fester, um nicht mit ihnen zu schreien. Dann war es vorbei, und der Mann war tot. Eine Weile der Euphorie schwebte über dem weißen Mantel, und der groteske
und deren grotesken Götter. Sie verfielen in Chaos und ihre Wachsamkeit war dahin. Mein Leutnant erhob seine Waffe und sprach, zu wissen, wann man den Einzelnen zum Wohle aller opfern muss, ist nicht leicht, aber heute wird die glänzende Klinge mit dem Blut von Mördern getränkt werden. Angriff! Okay. Aber nicht so nett. Endloser Herbst. Ein Gedicht von Arkanist Davort beschreibt die Zeit kurz nach dem großen Feuer von Askalon. Der Sommer des Jahres 1070 nach Exodus war besonders heiß in Askalon. Feuer regnete vom Himmel. Tausende fanden den Tod. Der Herbst war schlimmer, denn er war nie zu Ende gegangen und Askalon verdorrte. Und so sind einige Bäume mehr trotz totes Gehölz als blättrige Symbole der Hoffnung. Der Winter hielt nie Einzug, um die ersehnte Abkühlung zu verschaffen. Die Politik in Kryta. In einer Nachricht an Nihem im Hain beschrieb der erstgeborene Dagonet die Hofpolitik der krytanischen Königshäuser. Meine verehrte Niam, ich schreibe euch aus dem wundervollen Garten von Götterfels. Eines Tages müsst ihr mich unbedingt besuchen. Ihr könntet euch über die politischen Winkelzüge, die ich hier oft beobachte, draußen amüsieren. Das Königreich hat zwei herrschende Organe, die Königin und das Ministerium. Auch wenn die Königin formell herrscht, scheut das Ministerium keine Mühe, seine Interessen zu verfolgen und kann sich nicht selten auch durchsetzen. Denn das Ministerium wird von einem Mensch mit dem bombastischen Namen Legat Minister für Scordicus Beetlestone, der Weise, angeführt. Ich scherze nicht, und falls ihr denkt, der Name ist schwindelerregend, dann solltet ihr ihn mal treffen. Er ist ein ziemlicher Charmeur. Doch er ist niemand von Format einer Königin Jenna. Egal wie sehr er sich auch bemühen mag, das Volk wird ihn nie so sehr lieben, wie sie die Königin lieben. Sie ist eine Herrscherin, eine schrumpfende Gruppe von Menschen, die Verschmelzung von Kryta und Askalon. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie sie es schafft, ihre Leute für ein Ziel zu vereinen, sie gegenseitig zu verteidigen, sei es ihr Territorium oder ihre Überzeugung. Menschen haben viele Schwächen, doch sind ihre Idealen zuweilen so aufrichtig wie die unsere? Okay, oh mein Gott, es geht noch weiter. Ausgestopfter exotischer Vogel. Komisch aussehendes Huhn. Okay. Ist hier was? Hier ist nichts. Oh Gott, es geht halt noch weiter. Oh mein Gott. Ich glaube. Habe ich das schon gelesen? Ich weiß es nicht. Warte, kann ich hier irgendwo sehen? Okay, das ist das Letzte, was wir lesen müssen. Okay. Ich habe Jahrzehnte nicht mit dir, ich will mit denen. Ich entdecke jeden Tag etwas Neues. Verzeiht! Keiner weiß, wer diese Zeilen verfasst hat, doch es handelt sich um einen uralten Brief in Hohepriester Xelix, einen Vergessenen, der einen historischen Angriff auf die Magoniter, Dämonenanbeter von Abaddon, anführte. Achtung! Ein Eindringen in die Ebenholz-Zitadelle bedeutet höchstwahrscheinlich euren Tod. Milix, der Unnachgiebige, herrscht über die vier Fürsten der Pein, die euch in Stücke reißen werden. Falls die euch nicht erwischen sollten, so wird euch Malix bestimmt kriegen. Denn falls ihr Erfolg haben solltet, wird Malix sicher auf einen Rachefeldzug gehen, dem ihr nicht entrinnen könnt. Wenn ihr es unbedingt versuchen wollt, verlasst euch nicht auf Standardtaktiken gegen diese Dämonen. Sie werden nicht funktionieren. Viel Glück, hoffe, euch irgendwann wiederzusehen. Ich habe Jahrzehnte hier verbracht und oh Mann, ich will nicht mit dir reden. Blutstein. Was sind Blutsteine? Aus den Aufzeichnungen eines jungen Nicoles stand Ford im Austausch mit seinem Freund, der historischen Person Dormand, einen angesehenen Historiker. Das letzte Mal, als die Altdrachen erwachten, haben die Seher Magie in einen Stein transferiert, um sie vor den Drachen zu schützen. Das hat funktioniert. Nachdem die Drachen wieder schliefen, kamen die Götter und horteten die Blutsteine und andere Schätze in Ara. Abaddon, Gott des Wassers und der Geheimnisse, macht den Stein einiger
einigen Völkern zum Geschenk. Das verursachte Krieg, denn die Völker kämpften darum. König Doric flehte, dass der Stein zurückgenommen werde, um die Machtkämpfe zu beenden. Die Götter stimmten zu. Mit Dorics Blut versiegelten sie den Stein, Blut plus Stein, Blutstein, und zerschmetterten ihn in 5 Stücke. Sie warfen sie in einen großen Vulkan. Natürlich wurden die Fragmente in eine Eruption ausgespuckt. Leute haben sie gefunden und für Böses eingesetzt, wie die Mossad. Nicht alle wurden gefunden. Die Blutsteine wirken auf Bereiche, heilen und heilen und verfluchen beispielsweise. Die 4 Blutsteine, der 5. war ein Schlüssel, was auch immer das bedeutet, haben Eigenschaften, Aggression, Zerstörung, Erhaltung und Verleugnung. Magie fließt von den Blutsteinen in die Welt zurück. Blutsteinscherben sind selten, aber man weiß von ihnen, dass sie alle und alles in ihrem Bereich beeinflussen. Blutsteinstaub ist weitaus weniger effektiv. Das habe ich schon gelesen. Foliant der 5 waren Götter. Dies ist ein Platzhalterbuch, das zurückgelassen wurde, um aufzuzeigen, dass der Foliant der 5 waren Götter momentan aufgrund von laufenden Übersetzungstätigkeiten nicht verfügbar ist. Falls ihr recht haben solltet, dann wurde dieser antike Foliant von jemandem geschrieben, der als Apostat bekannt war. Es scheint, als beschreibe er etwas Ähnliches wie das, was ihr in eurer Vision der ewigen Alchemie gesehen habt. Oh, das ist so interessant. Der Autor nannte es die Antikytheria und beschrieb es als einen kosmischen Mechanismus, bestehend aus vielen Komponenten, die sich um einen zentralen Körper drehen, die die antiken Keratana als Tyria bezeichneten. 6 große Himmelskörper befinden sich in einem Orbit, um diese Welt in einer primären Symbiose. Die Energien sind in ständiger Bewegung zwischen Ziehen und Abstoßen, dem Positiven und dem Negativen. Eine Sache, die der Apostat erwähnte, ist besonders besorgniserregend. Wenn die Energien im Ungleichgewicht geraten, wird die Welt sich neigen und die Lebewesen werden von ihr herunterfallen und in die ewige Leere. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um eine Metapher. Ja, und das passiert ja gerade aktuell, dass die Welt sich beginnt zu neigen. Dies scheinen die von Hand gezeichneten Pläne für eine Belagerungswaffe zu sein. Die Notiz auf der ersten Seite belegt, dass es sich um originale Zeichnungen des Steingipfelzwerge handelt. Eine kurze historische Passage zeigt, dass die Steingipfelzwerge die Schaufler versklavten, bis sie gestürmt wurden. Nach ihrem Krieg und ihrer Niederlage gegen die Deldimor-Zwerge wurden sie in alle 4 Winde zerstreut und verschwanden. Diese scheinen die von Hand gezeichneten Pläne für eine Belagerung zu haben. Nein, das ist... Ich wollte doch das hier lesen. Okay, das darf ich nicht lesen. Dieses von einem königlichen Schreiber verfasste Buch wurde eines der beliebtesten Lehrbücher in Tyrias Klassenzimmern. Es handelt sich dabei um ein faszinierendes historisches und kulturelles Werk, inklusive einiger Notizen, die Simon sich nicht verkneifen konnte. Seine Fähigkeit, politisch und diplomatische Winkelzüge zu analysieren, war unübertroffen. Das Buch enthält auch Kapitel über den Krieg zwischen Ascalon und Kryta, den es detailreich und mit aufschlussreichen Kommentaren und Bewertungen beschrieb. Shiro Takagashis Biografie. Oh mein Gott. Shiro Takagashis, oh mein Gott, ich bin ja inkompetent, was, oh mein Gott. Dieses Dokument beschreibt von einer anonymen Person, geschrieben von einer anonymen Person, ist ein Bericht über Shiro Takagashis Leben, der einen Blick hinter die Fassade erlaubt. In seinen frühen Jahren war Shiro eine treue Wache und Held des Kaisers von Kanta, doch er fiel in den Bann einer dämonischen Wahrsagerin, die von einem uralten Wesen namens Abaddon gesandt wurde.
Shiro verriet seinen Herrscher und ermordete ihn. Allerdings wurde er im anschließenden Kampf niedergestreckt. Sein Todschrei entfesselte auf einen Schlag alle die Macht, die er gestohlen hatte oder ihm vermacht wurde, was später als der Jadewind bezeichnet werden sollte. Der Jadewind verwandelte das Jademeer und seine Geschöpfe in pure Jade und hatte noch viele andere schreckliche Auswirkungen. Shiro kehrte als rachsüchtiger Geist zurück und führte eine Armee magischer Konstrukte an, die als Shiroken bekannt waren. Er griff Kante an, wurde jedoch geschlagen und in das Reich der Qualen geworfen. Schließlich kehrte er zurück und kämpfte als Abadons General, dem Herrscher des Reichs der Qual. Nur mit großer Mühe und Not waren die Helden Tyrias damals in der Lage, ihn zu besiegen. Seitdem wurde er nie wieder gesehen. Und in Guild Wars 1 kann man genau diese Geschichte spielen. Ah, jetzt darf ich. Das sind die gesammelten Gedichte über die Finsternis, zusammengestellt von Melanie. Wenn die Felder der Toten gebären und alte Weiber ihr Weh klagen, die Sonnensperre das Licht vor sich tragen, um sich das ewigen Nacht zu erwahren. Varas Truppen dem Tod geweiht, mit Komir an der Spitze sind die Sonnensperre gegen Finsternis gefeit. Die Einöde voraus fassen wir Mut, Yoko zu stellen, ist unser hehres Ziel, und so greifen wir Schwert und Helm und schreiten voran ins tödliche Spiel. Inmitten von Verwüstung und Pein werden wir Zeugen von Kormirs Aufstieg und nach erbittertem Kampf stirbt Abaddon. Ich fände das cool, wenn das, also das ist ja ein Gedicht, ich fände das cool, wenn da stehen würde, inmitten von Verwüstung und Pein werden wir Zeugen von Kormirs, verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich meinte. Verdammt! Ich hasse es, den Faden. Ich bin doof, Mann. Ich habe schon verordnet. Egal. Diese Geschichte von Baldtak handelt von den Herrschern Elonas von 200 vor Exodus bis 452 nach Exodus. Die mühsame Aufgabe ans Licht zu bringen, was während der Herrschaft der altehrwürdigen Könige geschah, wird durch die Verheerung durch die Skarabäenseuche am Ende ihrer Herrschaft noch erschwert. Das goldene Zeitalter von Elona wurde fast ausgelöscht durch das Chaos, das entstand, als die Bevölkerung von Insekten zerlegt wurde. Eine erfahrene Forscherin kann die Wahrheit über Elonas Pracht in der Periode herausfinden. Eine sozioökonomische Kluft kann der Architektur der zerstörten Pharanus ausgemacht werden. Den Herrscher standen viele Diener zur Verfügung. Diese Herrscher besaßen Relikte aus so fernen Reichen wie Kryta und verfügten über solch starke archimetrische Infusionen, dass sie 600 Jahre ohne Widerstand regieren konnten. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr also im nächsten Part von Guild Wars. Bis dann und tschüss.